Guten Morgen aus Südfrankreich. Heute mal ganz in Gelb-Rot getunkt. In Ocker, um genau zu sein. Ich bin nämlich in einem ehemaligen Ockerabbaugebiet. Und das, was ihr hinter mir seht, ist Roussillon. Das werden wir uns gleich angucken. Denn in diesem Abbaugebiet gibt es zwar einen Lehrpfad, den Sentier des Ocres, aber der ist leider heute und in den nächsten Tagen noch geschlossen. Somit bleibt uns das also verwehrt. Aber Roussillon, hinter mir zu sehen, gehört offiziell zu den schönsten Dörfern Frankreichs. Das gucken wir uns doch mal an. Wisst ihr, warum ich so gerne mit dem Wohnmobil nach Frankreich fahre? Man fühlt sich als Wohnmobilist willkommen. Da können sich die Briten zum Beispiel und die Österreicher ein Beispiel dran nehmen. Hier gibt es in fast jedem noch so kleinen Kaff und ganz häufig auch auf den Raststätten die Möglichkeit zu entsorgen und die Tanks mit Wasser aufzufüllen. Das Wasser ist häufig sogar kostenlos dabei. Dafür ist Strom extrem teuer meistens. Für eine Stunde zahlt man schon mal locker 2 Euro. Aber es gibt auch ganz häufig bei diesen Supermärkten, und das finde ich auch großartig, bei diesen großen Supermarktketten stehen auf den Parkplätzen ganz häufig diese kleinen Buden mit Waschmaschinen und Wäschetrocknern. Super Sache. Waschtag. I'm pounding upside to feeling down. Take a good look around. There's stuff to be learned, but it to be turned, it seems. Yes, there is. You got to pay your dues before it's all cookies and cream. So, fertig. Zusammenlegen werde ich das später. Jetzt möchte ich erstmal ein bisschen was sehen. Bonjour, mes amis, vom Pont du Gard, einem Aquädukt aus der Römerzeit. Weg zu einem gewaltigen Wasserfall, dem Cascade de Sion. Morgen verlasse ich Südfrankreich wieder. Dann geht's für mich langsam wieder in Richtung Norden. Mein nächstes großes Ziel ist der Mont Blanc. Aber wie sagt man so schön, die Reise ist ja das Ziel. Wenn euch mein Südfrankreich-Trip gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr mir euren Daumen nach oben gebt. Und ich würde sagen, wir sehen uns im Schnee auf dem Mont Blanc. Bis dann, macht's gut.